Ist jetzt nichts mehr mit Nekromantie und Kalem wiederbeleben und so, ne? Ist halt gegessen. So, was ich gucken wollte, ist... Kalems Helm ist halt sowieso passé. Für seine andere Rüstungsdingens bräuchte er wesentlich mehr Stärke. Wesentlich. Bis 38. 10 Stärkepunkte. Das ist eine Menge. Wir haben wie viel? Wir könnten das theoretisch anlegen. Wollen wir das? Das ist so eine andere Geschichte. Weil an sich ist es ein bisschen schlechter als das, was wir haben. Ich kann es ja einfach mal anziehen für... Da hat man es gesehen. Dann laufe ich als König herum. Ne? So sehe das in etwa aus. Ist an sich ganz cool. Vor allem, ich finde es cool, dass halt dann tatsächlich halt die Rüstung des Königs halt nochmal an dich nehmen kannst und so. Aber diese Rüstung ist halt wesentlich besser. Wesentlich. So, Moloch-Rüstung. Ich würde Kalins Rüstung wirklich dann Alistair überlassen. Dann müsste ich die halt jetzt erstmal die ganze Zeit mit mir herumschleppen, ne? Ist ja auch so ein Ding. So. Ja, 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 ja. So ist das. Aber cool, hier jetzt nochmal hinzukommen und nochmal einzusacken. So Zeug. Ja, Liliana hat ja hier mindestens noch einen neuen Dolch. Achso, hier. War doch besser, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen besser. Das Schwert ist dann halt auch nochmal natürlich ein bisschen besser, aber muss es halt erstmal dazu kommen, dass er das tragen kann. Da brauchst du dann ein bisschen mehr Stärke für. Alle brauchen mehr Stärke. So ist das. Das heißt ordentlich leveln, 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 leveln. Ne? So, jetzt lass von hier verschwinden. So, was wir machen, ist auf jeden Fall mal ein Lager aufmachen. Und... Weiß ja, vielleicht nochmal mit Maurigen reden, vielleicht hat sie jetzt nochmal was zu erzählen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Hey Maurigen. Ja? Ja, was Persönliches? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Gibt's nicht, okay. Gut, dann halt nicht. Hätte sein können, dass da mal irgendwie irgendwas weiter vorankommt. Ich glaube, da muss einmal die Zuneigung weiter für steigen. Was ja auch nochmal so eine Sache ist. So, dann nehmen wir mal dich mit. Wir nehmen dich mit. Und wir nehmen dich mit. Und dann gucke ich hier nochmal, ob die vielleicht auch noch irgendwelche Geschenke haben wollen. Wenn wir halt jetzt zum Frostgipfelgebirge ziehen. Und dann mal gucken. Das kann nur gut werden. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Immer werden wir hier attackiert. Immer an der Stelle, ne? Immer ist da irgendwas. Willst du vielleicht mal aufhören zu essen? Weggehen und ihre armselige Falle konnte umgehen. Zuhören. Du hast im Hinterhalt überfallen. Zuhören. Ich habe Hunger. Du kannst dich im Lager vollstopfen. Jetzt behältst du die verdammte Straße im Auge. Zuhören. Aber wir starren schon seit Stunden auf die Straße. Kein einziger Reisender. Kann vielleicht einer von euch mal aufpassen? Zuhören. Hey, wer ist das denn? Na okay. Na gut, hat sich das auch gegessen. So, komm, rauf da. Wir kriegen Räuber hier. Glauben allen Ernstes, sich uns entgegenzustellen. Ich glaube, es hackt. Gut, Stan vielleicht, weil der umkippt, aber der haut auch gut rein, wenn er überlebt. Hallo, solltest hier sowas nehmen. So.
Stunden später. Oh, guck mal, da hat noch jemand ein bisschen Lebensprobleme. Lebensprobleme sehe ich natürlich nicht gerne. Aber was soll's. So. Treuer Hauptmann, geh mal auf ihn. Du bist stark und mächtig, du schaffst das schon. Er hier hat schon wieder Lebensprobleme. Na komm. Du sollst mich nicht töten. Ich wollte dich töten. Das ist ein Unterschied. Lauf doch nicht weg, brummiger Räuber. Aha. Oh, gut, dass du ein brummiger Räuber bist. Kannst einen Brummi fahren. Okay. So, Ende Gelände. Na, natürlich hat niemand dabei, der jetzt hier das aufschließen kann, so wirklich. Ja. Hab ich ja wieder toll gemacht, ne? Toll. Ganz toll. Gut, was haben die denn dabei? Ich bräuchte echt einen Händler, ne? Müssen allein schon ein Lager aufschlagen wegen Händler-Gedöns-Dingens, ne? Damit die Sachen verkaufen kann. Aber da wollte ich jetzt erstmal sowieso die Leute erstmal ausrüsten. Damit die sehen kann, was ich verkaufen will, was nicht. Und Geschenke verteilen und all so ein Krams. Das war jetzt eigentlich so mein Ziel. Erstmal. Was ja jetzt gut klappt. Irgendwo da hinten haben wir noch einen Feind. Was weg muss, muss weg. Zack. Sehr schön. Wo können wir da jetzt gehen? Nein, da hinten sind noch mehr. Noch mehr von denen. Noch mehr. Was ist denn das Lager hier? Reißt mal Arme durch die Gegend, weißt du? Und dann sowas hier. Und so ein großes Räuberlager auch, ne? Sehr beachtlich. Wow, es ist eine Falle. Ein einzelner Räuber, der jetzt noch daherkommt. Willi. Ja. So ein Spaß, dass er schon tot ist. So, weiter. Bis wir dann irgendwann diesen Frostgipfel da hinten erreichen. Und dann können wir bald nach Dannerwurm reisen. So, jetzt aber erstmal ganz kurz. Ja. Du hier. Ich glaube, so weit habe ich nicht. Machen wir einmal die Geschenke durch. Möchtest du... Das kann ich nicht benutzen, okay. Möchtest du sowas? Sehr nett. Wirklich sehr nett. Weiß ich nicht, kann sein. Möchtest du sowas? Das soll ich wohl behalten, nicht wahr? Na schön. Das, da hat ja der andere mehr Interesse dran. Der Alistair. Behalten, nicht wahr? Und möchtest du ein Bier? Nein. Das soll ich wohl behalten, nicht wahr? Na schön. Also niemand, wo ich sage, jopp, das ist... nix, wovon ich sage, ja, das ist ganz toll. Ganz toll ist das. Ja. So gar nicht. Gar nicht. Hm. So, Stan. Möchtest du vielleicht etwas von den Dingen? So, was hier. Ich danke euch. Mhm. Möchtest du sowas? Ich danke euch. Das habe ich bei dem Golem, glaube ich, gar nicht versucht. Ich danke euch. Sowas? Nein. Wie unklug. Nein. Ich danke euch. Auch nicht. Bier. Ich danke euch. Ein Sonnenblond. Ich danke euch. Hm. Alles irgendwie nicht so das Wahre, ne? Und diese komischen Handschuhe, die ich habe, die sind doch jetzt ganz bestimmt für den Elfen. Aber erstmal nochmal ganz kurz hier. Weißspur, was das da war. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Ja, okay.
speichern. Ich glaube, viel besser wird's gar nicht. Du kriegst jetzt mal diese komischen Handschuhe in die Hand gedrückt. Handschuhe? Ihr gebt mir Handschuhe? Wozu? Ich dachte, sie können euch vielleicht gefallen. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Es ist nur... Moment. Sie sind Dalish, nicht wahr? Meine Mutter war eine Dalish und hatte ein ganz ähnliches Paar. Das Leder war dünner und sie hatten mehr Stickereien. Aber sonst sind diese hier sehr ähnlich und wirklich schön. Na siehst du, gern geschehen. Wirke ich überrascht? Vielleicht bin ich das auch. Dennoch weiß ich zu schätzen, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt. Niemand hat mir je einfach so ein Geschenk gemacht. Danke. Bitte. Plus 11. Nett. Okay. So, was haben wir denn noch so? Ich hab jetzt gespeichert, ne? So. Dann... Kriegst du sowas? Wie nett. Kriegst du sowas? Wie nett. Kriegst du sowas? Wie nett. Aha. Wie nett. Aha. Ein Bier. Wie nett. Sonnenblond. Wie nett. Interessiert sich niemand für, ne? So gar nicht. Okay. Gut, dann ändere ich mal kurz die Gruppe ab. So, nehme mal ihn raus, ihn raus, ihn raus. Nehme ihn mit, ja. Sie mit. Unbedingt. So. Speicher. Alistair kriegt diesen komischen Golem. Diese Statue. Ist das für mich? Wirklich? So, speichern. Willst du noch irgendwas von den Dingen? Ich habe keine Ahnung. Der Hund kriegt den Knochen. Wenn ich es finde. Da, Ochsenknochen. So, ihm Geschenke zu machen ist auch ein bisschen so. Ne? So, und du... Willst du sowas? Interessant. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich ihr das jetzt wirklich geben will. Interessant. Interessant. Es bringt einfach zu wenig Zuneigung. Nachher kann da irgendwer anderes mehr von Gebrauch machen. Muss ja auch nicht sein. Ja. So, was ich aber noch machen wollte, ist... Nee, warte doch, den Hund nehme ich mit. Verflucht und verdammt. Ja, doch. Die... Ja, gut. Kommst du mal mit, vielleicht habe ich noch einen Stab. Ich weiß es gerade nicht. Ja. So. Da habe ich für dich hier, glaube ich, irgendwelche Dinge... Hatte ich da nicht sowas? Habe ich das nicht von den Hunden mitgenommen? Doch, da. Kälteresistenz, 4 Angriff. Ja, mach mal. Ich benutze ihn zwar nie, aber hey. Mach mal. So. Was weg ist, ist weg. Du. Mach mal. Stärke. Könnte jetzt theoretisch eben hier die Rüstung anlegen. Ich kann es aber auch sein lassen. Sowas ist irrelevant, das ist irrelevant. Handschuhe des Kommandanten der Wächter, genau das wollte ich ihm eigentlich irgendwie anziehen. Jo. Drückt da Wächterkommandantenrüstung. Genau, dann ist das nämlich jetzt schon mal weg. Das ist doch schon mal schön. So, Waffen. Habe ich da eine Waffe für ihn? Die noch mehr Schaden macht, als die, die er sowieso schon trägt. Nein. Habe ich nicht. So.
Dann, Morrigan. Rüstung. Ist bei dir wahrscheinlich sowieso alles irrelevant, jo. Eine Waffe. Bin ich nicht von überzeugt, aber es macht mehr Schaden. Strahlt Kälte aus.